Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Meinerzhagen war heute Nachmittag gegen 14.10 Uhr auf der Landstraße 528 in Höhe der Ortslage Schnörrenbach frontal mit einem aus Richtung Kirsbeck kommenden 42-jährigen Halveraner BMW-Fahrer zusammengestoßen. Eine unmittelbar hinter dem BMW fahrende Zeugin hatte gesehen, wie die junge Pkw-Fahrerin plötzlich über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn gefahren war. Die junge Frau wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt. Ja, die Feuerwehr Kirsbeck wurde zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. In einem verunfallten Fahrzeug war eine Fahrzeugführerin im Fußbereich eingeklemmt. Und um diese zu befreien, wurde das Dach so weit entfernt, dass wir mit einem Spineboard die Patientin aus dem verunfallten Fahrzeug herausheben konnten und dem Rettungsdienst übergeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 55.000 Euro. Da die Pkw-Fahrerin sich an die letzten Sekunden vor dem Crash nicht erinnern kann, ist noch völlig unklar, warum sie auf die Gegenfahrbahn geriet.